Vor genau 80 Jahren wurden in den deutschen Kunstsammlungen und in den Museen Kunstwerke als entartete Kunst beschlagnahmt und so auch hier in Düsseldorf. Es war jetzt eine gute Gelegenheit, das Thema nochmal aufzugreifen, das wir schon vor ein paar Jahren mit dem Forschungsprojekt eigentlich angegangen sind. Einerseits sind viele Sachen zerstört worden damals, andererseits wollten wir jetzt auch keine zwei Säle füllende Ausstellung machen, sondern etwas aus der Sammlung heraus entwickeln, und das war auch möglich. Das ist eigentlich erstaunlich, da es ja eigentlich um ein Thema geht über Sachen, die nicht mehr in der Sammlung sind. Aber es gibt eben einige Rückkäufe aus der Nachkriegszeit. Es gibt sogar auch Bilder, die von den Nazis damals noch zurückgegeben wurden, was auch ganz spannende Geschichten sind. Also man kann sich an das Thema sehr, sehr gut herantasten mit der eigenen Sammlung. Dazu genommen haben wir dann eben eine ein bisschen spektakulärere Leihgabe auch eben eines Bildes, was heute in Sydney ist und damit natürlich auch zeigt, wie diese ganzen Wege der Bilder letztlich waren, dass sie sich in der ganzen Welt in Sammlungen verteilt haben nach der Beschlagnahme.